Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Wie ihr schon am Titel seht, spielen wir heute City Build. Ja, wir befinden uns hier gerade auf dem Gomme-Server und hier gibt es seit kurzem ja City Build, den City Build-Modus. Und ich habe noch nie in meinem Leben City Build gespielt, aber es wurde sich gewünscht, dass ich das Ganze mal hier teste. Von daher würde ich sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Hallo, Mr. City Build-Mann, ich habe Lust, eine Runde City Build. Ich bin in der falschen Minecraft-Version. Hallo, lieber City Build-Mann, ich habe die Minecraft-Version gewechselt. Kann ich jetzt vielleicht bei Ihnen spielen? Vielen, vielen Dank. Willkommen, Ryan X. Cole. Gut, dass es gar nicht gelaggt hat hier am Anfang. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das hier läuft. Aber Freunde, jetzt schon mal, falls ihr vielleicht in Zukunft mehr City Build auf meinem Kanal sehen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr hier auf dem Gomme-Server City Build spielt. Ne, erstmal. Schreibt gerne mal rein, spielt ihr City Build? Und wenn ja, auf welchem Server? Ist es so ein... Wie, was gibt es alles? Griefer Games, Bausucht, mehr kenne ich glaube ich nicht. Oder auf dem Gomme-Server jetzt hier. Kann ich mir irgendwo erklären lassen, wie das Ganze hier funktioniert vielleicht? Das wäre halt ziemlich cool. Bin ich eigentlich jetzt genickt hier drin oder bin ich annick? Erkenne ich jetzt gerade gar nicht. Weißt du, wenn ich slash nick eingebe, bin ich dann... Okay, ich bin anscheinend auch einfach nicht genickt hier drin. Cool. Jobs. Ja, ich hätte ganz gerne einen Job. Ich kann alles Mögliche machen. Aber erstmal kann ich irgendwo... Warte, Farmwelt 1 haben wir hier. Farmwelten. Und wir haben die Plotwelten. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach erstmal so eine Plotwelt an. Und ich habe oben rechts mal wieder diesen schönen Minecraft-Bug, dass da durchgehend steht, dass ich Holz abbauen soll. Das ist super. So, ich würde sagen, wir gucken uns einfach erstmal an, was hier schon Schönes gebaut wurde. Warenangebot Weizen für 60 Goldmark. Es gibt sogar Quests hier, Junge. Es gibt ja alles. Ist das normal? Ich dachte, bei City Build gibt es einfach immer nur eine Farmwelt und Plots, wo man dann halt bauen kann. Wie kriege ich jetzt einen Plot? Das ist noch ein bisschen verwirrend. Aber locker gibt es hier irgendwo auch eine Anleitung oder so beim Spawn, wie ich halt einen Plot bekomme. Hier scheint noch nicht so viel zu gehen. Willkommen auf City Build. Das ist ja der erste Ding, jetzt die erste Plotwelt. Von daher erwarte ich jetzt hier eine Menge. Junge, das sieht schon gut aus. Von Nator TV das Grundstück. Erstmal machen wir ganz kurz Autojump aus hier. So, kann ich hier das jetzt wegmachen mit meinem Baum, dass es nicht mehr oben rechts steht die ganze Zeit. Dankeschön, perfekt. So, kann ich hier reingucken? Nee, war klar. Der hat auf jeden Fall hier ein bisschen Stuff schon mit am Start. Jetzt baut er sich hier nach unten. Problem ist, ich bin absolut schlecht in Bauen. Deswegen baue ich auch, glaube ich, deswegen spiele ich auch, glaube ich, nie City Build. Ich habe nur schon öfter darüber nachgedacht, wenn ich jetzt einen Server aufmachen würde, mache ich aber nicht, Leute, dann wäre es, glaube ich, ein City Build Server. Weil sowas finde ich irgendwie schön entspannt. Quest abgeschlossen. Okay, slash Spawn steht hier, soll ich jetzt machen. Keine Ahnung, was meine Quest war. Was kann ich jetzt machen? Wir haben unsere ersten 25 Dollar verdient, Freunde. Ich habe aber sogar schon 150 Dollar, sehe ich gerade. Ich weiß immer noch nicht... Warte, kann man sich hier die Regeln erklären lassen? Wechselbörse, Olaf... Ja, Junge, ich will nur einmal so diese Basic-Befehle vielleicht kennen. Tresorwächter... Ja, Alter, gibt es hier niemanden, der mir erklärt, was es für Commands gibt und so? Muss ich das auf der Seite nachgucken? Warte, was sagt denn die Stadtwache? Kannst du mir das sagen? Ich stehe den ganzen Tag hier und bewache die Stadt. Ja, das ist schön. Ich will nur wissen, was ich hier machen muss. Mülleimer... was ist das? Spendenkiste? Nee, wir wollen nichts spenden für den obdachlosen Hugo. Sorry, Mate, ich habe selbst... Ach komm, kann ich irgendwie spenden? Oder schmeiße ich da was rein und dann kriegt er das? Nee, mit slash trade sagt er mir hier. Ja, aber ich will was spenden. Hier, ein Steak kriegst du. Kann ich das wieder rausnehmen? Okay, sorry. Ja doch, komm hier. Ein Steak. Ja, ich spende dem... Damit du nicht verhungerst, Hugo, kriegst du direkt mal ein Steak hier. So, was haben wir hier an Quests? Belohnung, 300 Erfahrungspunkte und 50... Dollar. Öffne die kostenlose Daily-Truhe am Spawn. Tut mir leid, Freunde, ich bin hier gerade noch ein bisschen verwirrt. Also ich hoffe, dass ich noch mehr Action hier hinkriege. Aber das ist da vorne wahrscheinlich. Da, Weekly-Chest. Und dann gibt es da wahrscheinlich auch eine Daily-Chest. Jawohl, die öffnen wir mal ganz kurz. Ah, und dann kriege ich Stuff raus. Hier haben wir noch eine Exclusive-Chest. Die ist jeden Monat verfügbar. Und da... Okay, das ist der Stuff, den ich gerade kriege. Oder das ist, was ich rauskriegen kann. Okay, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich habe schon mal Stuff bekommen. Und dann haben wir noch die Weekly Chest. Nehmen wir auch den Stuff hier raus. Nichts Krasses bis jetzt bekommen. Es gibt sogar eine PvP-Arena. Das ist genau mein Ding, aber da gehen wir besser erstmal nicht rein. Ich würde sagen, wir holen uns gleich einfach einen Plot, wenn ich das hinkriege. Erstmal hier gucken, ob es noch eine andere Quest gibt. Besuche eine Farmwelt durch ein Portal am Spawn. Okay, Leute, wir starten erstmal den Grind. Das ist cool. Das ist gerade so ein bisschen wie so ein MMORPG. Das erinnert mich an meine alten Zeiten, wo ich noch sowas halt gespielt habe. Kann ich hier nicht zurück... Okay, dann machen wir einfach slash spawn, das geht ja auch. Dann müsste ich wieder zu dem Typen hier hinkommen. Hallo, Mr. Questmaster, ich habe die Quest erfüllt. Crafte dir eine Steinspitzhacke. Okay, ich würde sagen, was haben wir hier? Grundstückgröße ist 35 mal 35 hier.
Aber hier ist die größer, ne? Aber der, okay, der Plotpreis ist aber auch viel teurer. Junge, 5000 und hier nur 500. Sehe ich so aus, ob ich 5000 habe. Ich habe 250 gerade mal. Hier kostet ein Plot, Junge, 15.000. Ach, das ist auch von den Leveln abhängig. Okay, das ist einfach gar nicht, wenn die Plots voll sind, sondern das sind wirklich verschiedene Level und so. Kriege ich denn einen Plot umsonst am Anfang? Oder wie funktioniert das? Slash, ach, stehen hier die ganzen Befehle auch? Slash Plot, Plot, was ist das? Du hast keinen Zugriff auf diesen Befehl. Slash Plot, passiert da was? Da, okay. Slash Plot Auto, ein Zugriff, okay. Slash Plot Auto, kann ich auch ein bestimmtes? Mit Claim wahrscheinlich, ne? Slash Plot Claim. Kann ich hier einfach am Spawn eins kaufen? Das ist ja relativ nah am Spawn. Gehört das hier jemandem? Ich glaube nicht. Kann ich Slash Plot Claim machen? Ah, das ist schon vergeben. Okay, wahrscheinlich sind die hier alle schon vergeben, aber die Leute bauen ja einfach nichts, ne? Ist auch vergeben. Ja komm, dann machen wir einfach mal Auto. Ich nehme einfach random eins. Habe ich denn genug Gold? Es ist kein Grundstück mehr auf diesem Server frei. Ist das euer Ernst? Die haben kein... Hä? Okay, wie soll ich denn bitte schnell einen Plot kriegen, wenn... Das ist doch City Build. Ich will hier doch bauen, aber ich kriege keinen Plot. Und hier sind die doch viel teurer. Komme ich überhaupt rein? Doch, hier kann ich rein, aber kriege ich hier überhaupt einen Plot irgendwie? Slash Plot Auto. Möchtest du dieses Grundstück für 5000 kaufen? Hier sehe ich es aus, als ob ich 5000 habe. Kann ich das machen? Kaufen? Schade, nee. Okay, das ist schon mal, finde ich, jetzt so ein kleiner Minuspunkt. Ich weiß nicht, wie das sonst ist auf City Build Servern, aber ich dachte, keine Ahnung, ich kriege jetzt schnell einen Plot hier irgendwie. Aber ich muss mein erstes Plot kaufen, das finde ich ein bisschen krass. Und ich kann hier keins mehr holen, weil hier sind alle Plots schon voll. Das kann mir doch keiner erzählen. Wie soll ich denn jetzt bitte einen Plot kriegen? Ich dachte, ich mache jetzt entspannt City Build und baue hier und sowas. Aber das kann ich ja alles nicht machen. Kann ich meine Items irgendwo saven? Warte mal, gibt es sowas wie so eine Portable Ender Chest oder so? Slash Ender Chest, ups. Enderkiste 1 noch nicht freigeschaltet, okay. Gut, was ist denn meine Quest? Eine Spitzhacke craften, ja gut. Wir gehen einfach mal in die Farmwelt, dann erfüllen wir ein paar Quests heute, Leute. Keine Ahnung, wir können ja notfalls auch so eine kleine Serie rausmachen. Kann ich hier runterspringen oder sterbe ich dann, Leute? Aber warte, ich springe einfach mal in das Wasser hier. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, ob die Welten alle so aufgebaut sind. Okay, bisschen verwirrend. Wir bauen einfach... Ich darf hier keine Blöcke abbauen, ist das... Wie weit ist denn der Spawnschutz hier? Darf ich hier Blöcke abbauen? Auch nicht. Okay, hier haben wir eine hübsche Rakete mit am Start. Aber die... Okay, ich glaube, die könnte ich theoretisch abbauen. Das heißt, ab hier geht es, glaube ich, los. Ja, ist klar, genau da, wo nämlich keine Bäume mehr sind. Ich hätte vielleicht in eine andere Farmwelt gehen sollen. Aber ich glaube, da braucht man auch verschiedene Level für und alles. Warte, das muss ich leider noch mal ganz kurz gucken. What? Jetzt ist der Server auch noch gecrashed. Also, Leute... Meine City Build Experience, die wir heute sammeln, ist auf jeden Fall super, ja? Das ist ein super Start direkt hier. So, willkommen Ryan X Cole. Habe ich irgendwelche Vorteile mit YouTuber-Rang oder du hast noch keinen Job ausgewählt? Mit Jobs erhältst du mehr Geld. Okay, pass auf, wir machen mal, wir holen uns mal einen Job erstmal. Holzfäller, fälle Bäume, ich glaube, das machen wir. Was haben wir noch sonst? Weil Bäume muss ich, glaube ich, gleich eh erst. Doch, wir machen Holzfäller. Ich kann das leider nicht ganz lesen. Ach, keine Ahnung, ich mache einfach mal einen Job annehmen und dann gehen wir wieder in die Farmwelt. Kann ich auch in eine andere Farmwelt gehen? Gibt es hier Unterschiede? Nee. Ah, okay, die werden noch alle paar Tage zurückgesetzt. Dann gehen wir einfach mal hier hinten in der Farmwelt. Da ist hoffentlich noch nicht ganz so viel abgebaut. Dass man hier am Anfang runterspringen muss, ist anscheinend normal. Ist das jetzt so eine Sandfarmwelt, ist die Frage. Weil hier ist überall Sandstein. Oder finde ich jetzt hier auch normalen Stuff? Das sieht hier gar nicht gut aus. Was ist das denn für eine... Oh mein Gott. Okay, Leute, ich glaube, ich muss in eine andere Farmwelt gehen. Das ist die schlechteste Farmwelt, die ich je gesehen habe hier. Was ist das denn? Wie sieht es denn hier in Farmwelt 5 aus? Ist die vielleicht ein bisschen besser? Ist das jetzt alles biomabhängig? Oder wie sieht es hier aus? Och, da ist auch nur Sand oder was? Junge, komm schon, gib mir irgendwo... Ja, oh, okay, schade, ich dachte erst, hier kommt jetzt was Cooles. Ach, hat man den Elytra dann am Anfang? Da hätte ich noch weiterfliegen können. Ja, gut, ich will nur Holz abbauen, Leute, und mir eine Steinspitzhacke craften. Aber wenn das so weitergeht, dann wird das hier nichts. Farmwelt 2, wie sieht's denn bei dir aus? Der Spawn sieht auch schon wieder so aus, als ob das jetzt eine Wüste ist. Ja, sind das jetzt alles Wüsten hier? Farmwelt 3, hi, was geht ab? War ich da schon drin? Nee, ne, ich glaube nicht. So, wie sieht's hier aus? Was ist eigentlich, wenn ich sterbe? Verliere ich dann meine Sachen? Ich würde ja meine Sachen auf einem Plot saven in der Kiste, aber ich kann mir keinen Plot leisten. Deswegen, wir müssen irgendwie schnell, ich brauche 5000 vor allem sogar, ne? So, wir fliegen mal schön weit. Ich sehe hier aber nichts. Sind hier irgendwo... Ah, da ist noch Holz, was ich mitnehmen kann, theoretisch. So, ach man, immer diese Menschen, die Bäume nicht ganz abbauen. Aber das ist ja jetzt gerade hier gut für mich. Moin, was geht ab? Ich glaube, hier ist kein PvP an. Ich hoffe, der kann mich nicht killen. Hallo, hast du vielleicht Dias für mich? Das wäre ziemlich cool. Sieht er, dass ich einen YouTuber-Rang habe? Ja, er hat auch so eine OP-Schaufel. Junge, Ehrenmann, dankeschön. Ich brauche nur Holz. Danke, danke. Ich muss hier, ne, Holz farmen. Ich bin so der größte Noob. Er hat so eine verzauberte Schaufel und alles. Und ich komme hier an, habe einfach mal gar nichts. Moin, na, alles klar bei dir? Er schenkt mir direkt eine Axt. Danke.
Dankeschön, Ehrenmann. Dann machen wir schon mal den Crafting Table hier. Ich könnte noch fragen, ob er einfach Stein für mich hat. Aber ich will jetzt nicht, ich will ja nicht alles geschenkt bekommen hier. Und hier vorne kriegen wir auch direkt Cobblestone her. Passt auf, Leute. Das erste Mal, dass ich jetzt was crafte hier. Bam. Sticks machen wir uns. Zack, dann eine Holzspitzhacke. So, let's go. Jetzt brauche ich 3 Steine und dann haben wir die nächste Quest erfüllt hier. So, zack, zack. Und Leute, bam, muss ich dann zurückgehen oder? Wahrscheinlich, ne? Level 3 schon erreicht. Okay, geil. Verdiene mit deinem Job $100 habe ich erreicht als Aufgabe. Ah, und auch noch was anderes. Okay. Wir haben schon mal $400, aber ich brauche halt $5000. Das kriege ich. Kann man sich hier. Kann mir wer Geld schenken? Einfach so den YouTuber-Rang nutzen. Einfach in die Lobby gleich gehen. So. Kann mir bitte wer $5000 schenken? Leute, ich bin jung und brauche das Geld. Bitte. Ich habe vergessen, in welcher Farmwelt ich bin. Wir gehen nochmal zum Spawn. Gucken, was meine nächste Quest ist. Ach, das ist meine. Oh mein Gott. Das war die aktuelle Quest, die ich da gesehen habe. Okay. $100 mit meinem Job verdient. Ich weiß nicht, ob ich das einfach abbauen muss oder muss ich ihm das dann geben? Ich glaube, ich muss es einfach abbauen. Ich glaube, ich bin zu blöd für Citybuild. Bis jetzt mache ich hier nicht viel, aber ich habe tatsächlich schon irgendwie Spaß hier am Citybuild. Obwohl ich eigentlich nichts mache. Aber ich habe mal einen ganzen Baum gefunden. Leute, Highlight! Wir haben es geschafft! Wir haben einen ganzen Baum! Und ich baue den auch ganz ab. Ich lasse nicht die Spitze da. Irgendwie habe ich hier gefühlt immer Leute, die mich chasen. Hallo, was geht? Er ist auch erst Level 3. Noob, Alter. Sogar ich bin schon Level 3, Mann. Ich mache dich kaputt. Ich farm dich in Leveln. Junge! Ein ganzer Wald, Leute. Hier kann ich meinen Holzfällerjob ausüben. Oh mein Gott, macht das Spaß. Was, Leute? Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich... Ah, guck mal! /CB. Da, okay. Das habe ich hier gar nicht gesehen mit der Hilfe. Okay, das ist gut. Ich beschwere mich erst, dass ich absolut keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Aber hier kann man alles nachgucken. Ich baue jetzt einfach mal 5 Millionen Bäume. Ah, guck mal. Ich muss wirklich einfach nur Dingens abbauen. Jetzt habe ich hier $12,80 erhalten. Warte mal, was haben wir denn? Kann ich trotzdem weiter das hier abbauen? Ja, ne? Okay, die bringen verschiedene Preise. Okay, ich muss wirklich einfach Holz abbauen und dann... Ja, dann kriege ich Geld. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder, wenn ich die Quest hier fertig habe und $100 verdient habe, weil das ist ja nicht spannend, wie ich jetzt einfach Bäume fälle. Oder ist das spannend, Leute? Wollen wir das Uncut machen? Macht euch das Spaß? Okay, nein, bis gleich. Junge, Schokoeis? Da hat jemand Schokoeis in den Chat geschrieben. Ich will auch Schokoeis. Jawohl, Quest abgeschlossen. Und jetzt haben wir erreicht Level 4. Sehe ich irgendwo meine XP? /Level. Okay, wodurch kriege ich Erfahrungspunkte? Durch Quests abschließen oder nicht? Oder kriege ich auch... Ah, ich kriege auch durch meinen Job Erfahrungspunkte. Aber das dauert doch viel zu lange, Mann. Ich kriege jedes Mal, wenn ich was verkaufe, 4 Erfahrungspunkte und ich brauche noch... Oh Gott, ich brauche noch 300. Okay, Freunde, also ich glaube, das wird hier nichts mehr mit einem Plot. Also es hat auf jeden Fall eine Menge Bock gemacht. Ich finde das irgendwie ein bisschen blöd geregelt mit den Plots hier, dass hier schon alles voll ist, so, ne? Das ist halt... Keine Ahnung, wie soll ich denn jemals irgendwie einen Dingens kriegen? Plot... Auto, oder? Geht das jetzt? Ist jetzt doch ein Plot frei? Ne, kein Grundstück mehr frei auf diesem Server. Dann weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen blöd. Oh, ich wollte gar nicht ganz rausgehen. Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass die anderen Plots hier direkt so teuer sind, weil wie soll ich denn jetzt jemals mir einen Plot leisten können? So, ich brauche halt 5000. Klar, das kriegt man zusammen, aber das heißt, bevor ich überhaupt hier einen Plot irgendwie bekomme, muss ich wahrscheinlich schon 10 Stunden gespielt haben oder so. Keine Ahnung, so gefühlt. Vielleicht kriegt man auch 5000 ganz schnell zusammen am Anfang, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Brauche ja auch Level 7 und alles dafür. Aber ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Freunde. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Bin mal sehr gespannt, was ihr in den Kommentaren geschrieben habt, auf welchen Servern ihr so Citybuild spielt und ob ihr überhaupt Citybuild spielt. Vielleicht machen wir hiervon nochmal ein Video, mal gucken. Das könnte man auch nebenbei im Stream halt ganz entspannt spielen oder bei so einem Twitch-Stream oder so oder auf YouTube. Aber ich weiß nicht, ob das so viele Leute interessiert, wie ich hier Citybuild auf Gomme spiele. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.